Wenn du wissen willst, wie du in Ark Survival Evolved eine komplette PvE-Base mit allen Geräten bauen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Ark-Video. Das habt ihr euch ja schon lange gewünscht, ein Base-Tutorial bzw. eine riesige Base mit allen Geräten. Die bauen wir jetzt und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir diesmal brauchen. Anders als im letzten Tutorial habe ich so ein bisschen zumindest geguckt, was wir ungefähr brauchen, habe das so ein bisschen überschlagen. Das heißt, die Werte stimmen hier nicht unbedingt überein, aber in etwa. Wir brauchen auf jeden Fall einige Glaswände heute, das ist ganz wichtig. Und vor allem brauchen wir ganz, ganz viele Pillar und wir brauchen einige Steinfundamente. Die Dächer können sich unterscheiden in der Anzahl. Wir brauchen außerdem ein paar Artefaktdockel und das ist so das, was wir alles brauchen. Könnt ihr gerne hier einmal pausieren und euch das angucken. Ich für meinen Teil würde jetzt aber loslegen und wir fangen einfach mal an mit einer 7x7 Konstruktion aus Steinfundamenten. Die Fundamente führt ihr dann auch einmal komplett aus mit weiteren Fundamenten. Und was noch wichtig zu sagen ist, ich spiele heute komplett mit ganz normalen Strukturen. Das heißt, das könnt ihr alles ganz normal nachbauen. Das Einzige, was ich aktiviert habe, ist das Platzieren in Strukturen, weil das kann sehr hilfreich sein. Aber da werde ich auch nur eine Sache benutzen, wo ich explizit nochmal darauf hinweisen werde, wie ihr das dann machen müsst, falls ihr das nicht aktiviert habt. So sieht dann einmal eure Plattform aus. Ist 7x7 und wir machen direkt weiter mit den Fundamenten. Und zwar bauen wir einmal hier jeweils zwei Fundamente eben nach links und rechts frei. Bauen wir auch nochmal ein bisschen was hin. Und zwar eine 3x2-Konstruktion bzw. eine 2x3-Konstruktion. Das machen wir einmal auf beiden Seiten. Dann sieht das Ganze so einmal aus. Als nächstes gehen wir auf die Rückseite bzw. später ist hier der Eingang. Lassen hier einmal einen Platz frei, gehen drei nach vorne und ziehen das einmal die ganze Fläche lang. Und lassen dann auch hier einen frei. Dann nehmen wir unsere Dreiecksfundamente und bauen uns hier vorne mal so eine kleine Wölbung rein. Lassen hier in der Mitte frei und machen das auf der anderen Seite auch nochmal. Dann müsste das Ganze jetzt bei euch so aussehen. Und dann sind wir im Prinzip auch schon mit den Fundamenten durch. Das heißt, wir können uns jetzt die Pillar nehmen und auch die Zaunfundamente. Die platzieren wir, eins platzieren wir mal hier, damit wir nämlich die Pillar auch in die Ecken setzen können. Dann ziehen wir hier einmal die Pillar komplett rum, immer schön in die Mitte setzen. Hier vorne geht's noch, hier geht's leider nicht so schön, deswegen machen wir es da auch nicht. Und immer wenn ihr die nicht mehr in diese Ritzen setzen könnt, also genau auf die Linien, wo sich zwei Fundamente treffen, dann setzt ihr einfach nochmal wieder ein Zaunfundament da rein. Ich mache das jetzt hier auch nochmal und zack, dann kann ich das Ding auch wieder dahin setzen, wo ich es haben möchte. Auf die Steinpfeiler kommen dann hier vorne nochmal die Holzsteinpfeiler. Die Holzpfeiler meine ich. Dann sind wir mit dem Bereich soweit erstmal durch und dann machen wir jetzt hier weiter im Innenbereich quasi. Da ziehen wir auch nochmal Steinpfeiler rum. Das können wir einmal am gesamten Bereich machen, außer hier. Hier kommen keine Steinpfeiler hin. Setzen wir hier einfach nur jeweils in die Ecken. Aber lassen diese Fläche frei auf der anderen Seite auch. Und das machen wir einmal ringsrum mit den Steinpfeilern. Und wenn wir das gemacht haben, kommen auf die Steinpfeiler jeweils nochmal drei Holzpfeiler rauf. Das heißt, wir gehen hier drei in die Höhe von da aus gesehen. Und das machen wir auch noch einmal ringsrum. So sieht das dann einmal bei euch aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir die hier vorne tatsächlich brauchen. Habt ihr erstmal hingebaut. Aber eigentlich sollten wir die brauchen. Ich baue gerade so ein bisschen aus dem Kopf raus einfach. Wir haben damit aber so den ersten Schritt der Konstruktion abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier unten schon mal ein bisschen anfangen mit dem Glas. Das ziehen wir einfach ringsrum einmal durch und auch hier vorne stellen wir das einmal hin und darauf kommen dann unsere Steinwände. Die ziehen wir auch einmal ringsrum rauf und dann sind wir hier soweit erstmal auch fertig. Als nächstes können wir dann eigentlich im gesamten Bereich schon mal die Steinwände reinziehen, die auch immer vier hoch, außer auf dieser Seite, denn diese Seite wird komplett mit Glas zugemacht. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ringsrum mit unseren Steinwänden und ziehen die jeweils vier hoch. Wichtig ist, dass ihr hier auflasst, denn hier solltet ihr später noch durchgehen können und das geht dann auch für beide Seiten. So sieht das dann einmal bei euch aus. Alles schön zugebaut, dass die Öffnungen hier dann später auch zu sind, da Wände drin sind, darum kümmern wir uns später, können wir aktuell nicht machen, sonst fällt das einfach alles runter. Deshalb können wir uns jetzt mal komplett um die Glasfront kümmern. Da ziehen wir einfach auch komplett vier hoch die ganzen Glaswände rein. Dann sieht das Ganze bei euch so aus. Habt ihr eine schöne Glasfront, durch die ihr durchgucken könnt. Als nächstes können wir uns dann mal eine Leiter schnappen und die Industrieschmelze. Die Leiter nutzen wir jetzt, dass wir uns hier raufstellen können und die Industrieschmelze eben ausrichten können. Mein Plan ist jetzt, dass wir die Industrieschmelze folgendermaßen platzieren. Und zwar hätte ich gerne drei Flächen frei, das heißt, dass sie dann hier so steht. Gucken, ob wir das auf Anhieb hinbekommen. Wenn wir uns jetzt hier raufstellen. Natürlich groß das Ding. Ich glaube, in etwa da müsste sie dann stehen. Ziemlich genau sogar. 1, 2, 3 und dann steht sie direkt da.
Die Industrieschmelze bildet so ein bisschen das Herzstück der ganzen Base. Und für die Leute nochmal, die den Trick nicht kennen, wenn ihr auf einer Leiter drauf seid, könnt ihr einfach ein Objekt auswählen, wie einen Schrank, eine Industrieschmelze, was auch immer. Und könnt euch dann bewegen und könnt euch so gerade ausrichten. Das heißt, wenn ihr jetzt runtergeht, da seid ihr immer in einer Linie und solange ihr die Maus oder den Stick nicht bewegt, könnt ihr die Sachen sehr, sehr gut platzieren, wie jetzt bei mir hier. Das Ding steht ja perfekt einfach. Also steht sehr, sehr gut. Im nächsten Schritt können wir uns dann Dächer nehmen, Steindächer jetzt in meinem Fall, und wir setzen die mal hier oben an. Hier lassen wir frei, das ist ganz, ganz wichtig. Wir ziehen hier einfach mal so eine ganze Bahn rüber. Und dann können wir uns hier in der Mitte entweder eine Leiter oder eine Strickleiter platzieren. Ich nehme jetzt mal hier die Strickleiter, weil ich die ehrlich gesagt ein bisschen cooler finde. Muss man die auch so placen, dass man sie hochklettern kann. Haben wir geplaced. Und ihr könnt die nämlich auch einrollen zum Beispiel. So, dann ist die da oben. Wir sehen jetzt halt gar nichts mehr, weil die Sonne da ist. Aber dann könnt ihr die auch wieder runterrollen. Also, ne? Finde ich ganz nice. Wenn wir dann oben drauf sind, können wir komplett den Boden einmal reinziehen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier nichts mehr placen, weil sonst können wir auf die Industrieschmelze nicht mehr zugreifen. Das war mir wichtig, dass wir von oben und unten drauf zugreifen können. Dementsprechend immer ein bisschen Abstand lassen. Ansonsten machen wir diesen ganzen Raum jetzt einmal komplett dicht. Dann sieht das Ganze einmal bei euch so aus. Der ganze Boden ist drin. Hier vorne ist frei. Da kommt gleich noch was hin. Und ihr könnt immer noch auf die Schmelze zugreifen. War mir, wie gesagt, wichtig. Das Ding ist, man könnte natürlich jetzt hier Geländer noch hinpacken und so. Dann könnt ihr aber nicht mehr auf die Schmelze zugreifen. Habe ich alles ausprobiert. Wenn wir schon mal hier oben sind, können wir uns noch direkt die Steinwände wieder schnappen und hier mal oben dicht machen. An dieser Seite nicht, das ist nachher noch ein Ausgang. Und dann hält das jetzt auch hier unten dran. Wenn wir hier was ranbauen, fällt nicht mehr runter. Können wir also jetzt hier auch dicht machen. Dasselbe können wir hier vorne auch einmal machen. Dann haben wir hier unseren Eingangsbereich schon mal so ein bisschen abgetrennt. Und wenn wir jetzt schon wieder unten sind, dann können wir noch mal ein bisschen weitermachen, denn wir werden in diesem Haus auch zwei Gewächshäuser haben. Und die bauen wir uns jetzt hier einmal rein. Das sind dann wirklich auch nur ganz, ganz kleine Gewächshäuser, die wir hier mal haben. Aber in der Regel sollte das ausreichen. So sieht das Ganze dann aus. Einfach hier die Schrägdächer, oben ein paar Flachdächer. Hier nochmal die Schrägen eingebaut. Das machen wir auf der anderen Seite nochmal genauso. So, nochmal genau identisch dieselbe Geschichte hier drüben. Es fehlen natürlich zum einen noch die Beete und zum anderen die Bewässerung. Und das habe ich vorhin vergessen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier nochmal kurz eine Wand raus. Da bricht uns dann auch nichts runter. Auf der anderen Seite genauso. Die ersetzen wir später einfach wieder. Ihr seht das ja jetzt direkt. Dann könnt ihr den Fehler direkt umgehen und den nicht machen, so wie ich das gemacht habe. Wir stellen uns hier nochmal eine Leiter auf, die wir wieder besteigen können quasi. Und wählen dann mal das Beet auf. Und können sogar von der Leiter aus das Beet jetzt hier platzieren. Gucken, dass es nicht verschwindet im Metall. Das ist dann Beet Nummer 1 und Beet Nummer 2. Und das machen wir auf der anderen Seite nochmal genauso. Einfach eine Leiter platzieren. Beet Nummer 1 platzieren. Beet Nummer 2 platzieren. Sehr schön. Sogar fast identisch. Also sehr, sehr gut geworden. Können wir hier wieder unsere Wände reinziehen. Auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch. Und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir auch einen Treibhauseffekt von 300%. Das ist sehr, sehr schön. So, im nächsten Schritt kümmern wir uns dann um das Wasser. Und zwar benutzen wir dafür auch wieder eine Leiter. Ich werde jetzt meine Maus nicht mehr bewegen. Wir platzieren das einfach hier hin. Wir sehen jetzt das Rohr und können jetzt von drin einfach dann ein weiteres Rohr anschließen. Also einfach hier mal ein vertikales Rohr ransetzen. Dann beispielsweise jetzt mit einem Verteiler hier wieder weiterarbeiten. Und dann könnt ihr das auch komplett bewässern. Wenn ihr jetzt jeweils links und rechts nochmal so ein Kanister ranbaut. Und das Praktische ist jetzt einfach, ihr könnt jetzt einfach euer Wasserrohr hier legen und könnt dann einfach Richtung Wasser gehen. Ganz problemlos und gerade vor allem. So, und dann ist das Ganze auch angeschlossen hier. Ist nicht kreuz und quer, sondern schön geradlinig, so schön wie es halt in Ark irgendwie geht mit den Wasseranschlüssen. Und dann bekommt ihr hier auch euer Wasser eben raus und die Felder werden bewässert. 300% Effekt. Sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite macht ihr das logischerweise genauso. Das funktioniert genau auf dieselbe Art. Und wir legen jetzt mal hier oben Holzdächer aus. Einmal komplett hier verteilt über die ganze und an den schrägen Stellen benutzen wir dann entsprechend einmal die schrägen Holzdächer. Im nächsten Schritt können wir uns einfach hier so ein paar Steingeländer drumherum ziehen einmal und dann ist auch der Dachbereich, so wie er ist, jetzt erstmal fertig. Und wenn wir schon bei Geländern sind, dann können wir jetzt hier vorne auch noch welche ranbauen. Die könnt ihr auch ansprayen, dass die einfach eine andere Farbe nochmal kriegen. In der Mitte lasst ihr logischerweise frei, damit ihr da hochkommt über die Räuberleiter, sage ich fast, über die Hängeleiter und dann ist das Ganze hier oben auch schon mal schick. Im nächsten Schritt wagen wir uns jetzt einfach mal ans Dach ran. Und jetzt ist hier ganz wichtig, wir bauen jetzt hier mal zwei Schrägen, dass wenn ihr ohne in Strukturen ineinander platzieren spielt, dann müsst ihr das erste schräge Dach auch da ransetzen, wo ihr zuerst die Schrägen gesetzt habt. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich kann jetzt hier auch ineinander bauen, habe das jetzt genauso gemacht, wie ihr das auch machen müsstet. Und so könnt ihr eben ineinander bauen und bekommt hier so einen coolen Effekt beim Dach raus. Und das könnt ihr dann einmal an jeder Ecke machen, beziehungsweise wir machen es jetzt einfach auch mal so, dass wir jetzt hier die Holzwände rüberziehen, um dann auch weiterbauen zu können. Das heißt, ihr geht jetzt hier einfach ganz normal rüber und könnt dann entsprechend hier auch das Dach ransetzen. Wenn ihr einen Agi habt oder irgendeinen anderen Flugdino, den solltet ihr haben, wenn ihr so eine Base baut, dann könnt ihr hier auch ganz einfach hochgehen.
Das Problem hier in der Mitte wird sich übrigens gleich noch lösen. Da müsst ihr keine Angst haben, das wird gleich noch zugehen. Wie gesagt, ihr müsst hier wieder aufpassen, wo ihr zuerst dann entsprechend euer Dach hingesetzt habt. Also die schräge Wand, die schräge Holzwand, wo ihr dann zuerst das Dach hinsetzt, damit ihr ineinander bauen könnt. Und dann bekommt ihr da keine Probleme. Und auf den anderen Seiten zieht ihr einfach ganz genauso euer Dach eben auch lang. Dann hier mit den großen Platten, die dann da wieder anschließen, eben bis zum Ende, wo dann wieder eine Schräge hinkommt. Das sieht dann quasi einmal komplett hier so aus, dass wirklich alle Seiten dann gleich aussehen. Und dann könnt ihr wieder anfangen, mit dem Strohdach loszulegen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Dann sieht das Ganze bei euch einmal so aus. Und dann könnt ihr einfach anfangen, die Lücken zu füllen. Das heißt einmal immer, also ihr müsst dann immer über Kreuz arbeiten, damit es eben auch gut aussieht. Oben geht es noch nicht über Kreuz, weil da noch nicht wieder was ist. Jetzt können wir hier auch wieder über Kreuz arbeiten. Und das macht ihr eben einmal am gesamten Dach, dass ihr hier wirklich über Kreuz die ganze Zeit euer Dach setzt und so einfach schon mal die Lücken füllt. Und am besten euch da nicht verklickt, so wie ich das getan habe. Wenn ihr das soweit gemacht habt, dann dürfte das in etwa so bei euch aussehen. Und jetzt haben wir oben noch die Fläche. Die machen wir einmal zu. Die dient uns später zum Beispiel noch als Dino-Landeplatz. Da ziehen wir einfach mal das Kreuz hier aus den Strohdächern durch und dann ist das auch fertig. Ihr müsst jetzt allerdings vor euch entscheiden, ob ihr das drin auch noch zumachen wollt komplett oder ob ihr das so luftig offen lassen wollt. Eigentlich sieht es jetzt ganz geil aus mit diesen Vierecken, die hier so reinragen. Finde ich gar nicht so schlecht. Gibt dem Ganzen irgendwie ein bisschen was. Würde ich, glaube ich, so lassen. Ansonsten könnt ihr das einfach auch komplett zubauen. Einfach dann mit weiteren Dächern. Ich demonstriere das mal kurz. Also so quasi, bis es dann irgendwann komplett zu ist. Könnt ihr machen, müsst ihr selbst gucken, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich mache es jetzt mal in meinem Fall nicht, weil irgendwie feiere ich das heute. Sieht ziemlich cool aus mit den Dingern, lasse ich einfach so. Und das Problem, dass wir jetzt hier oben nichts mehr bauen können, hat sich auch gelöst, weil wir jetzt einfach oben am Dach ansetzen können. Und dann können wir es nochmal bis hier runterziehen. Müsst ihr wissen, ob ihr 2 offen lassen wollt oder 1. Ich finde 2 eigentlich jetzt auch ganz cool. Und ich sehe gerade noch, dass wir im Prinzip auch die Pillar vergessen haben. Die hätten wir noch weiter hochziehen müssen. Für das Dach habe ich leider vergessen. Wenn ihr aber Strukturen platzieren anhabt, dann könnt ihr das nachher nachholen. Ansonsten empfinde ich das jetzt auch nicht so als tragisch. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe es jetzt nochmal nachgeholt. Sieht schon kompletter aus auf jeden Fall. Sorry dafür. Aber das Gute ist ja, dass ihr das nicht sofort nachbaut, wenn ihr es das erstmal seht. Und ihr könnt darauf reagieren. Und wenn ihr Strukturen ineinander platzieren anhabt, könnt ihr da auch noch nachbessern. Ich finde, das Dach sieht jetzt aber noch ein bisschen langweilig aus und sorgen einfach mal dafür, dass das noch so ein bisschen übersteht. Das ist ganz gut. Auch wenn das Haus an sich ziemlich kastig ist, wird es dann nochmal ein bisschen durch aufgebrochen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, aber kommen wir mal zu den ganzen Geräten und zum Raum hier vorne. Da fragt ihr euch bestimmt auch schon, was das denn eigentlich hier soll. Und zwar setzen wir uns mal wieder eine Leiter hin, wie so gehabt, wie immer. Stellen uns mal hier drauf und nehmen mal unsere Artefaktsockel. Davon habe ich 10 Stück vorbereitet, denn es gibt ja auf sie allen 10 Artefakte insgesamt zu sammeln. Und die können wir uns mal hier platzieren, weil da können wir dann unsere Artefakte draufstellen. Wenn wir denn welche gesammelt haben, und das machen wir ganz einfach hier mit einer Leiter, habe ich euch jetzt schon gezeigt, den Trick. Und so platzieren wir dann hier auf jeder Seite 5 von diesen wunderbaren Sockeln. Da könnt ihr euch auch schön am Gewächshaus orientieren, also hier an der schrägen. So könnte das Ganze bei euch aussehen. Hier einmal alle Artefakte von The Island. Ich habe hier oben noch ein bisschen Glas reingezogen. Müsst ihr wissen, ob ihr Glas oder Stein nehmen wollt. Mir ist gerade für Glas entschieden, wirkt ein bisschen freundlicher. Und eben die Glastür, damit es im Stil dann passt und jeder, der euch irgendwie besuchen kommt, sieht dann auf jeden Fall schon mal irgendwie die ganzen Artefakte, die ihr so dabei habt, beziehungsweise die ihr gesammelt habt. Kommen wir dann einmal zu den ganzen Geräten, die wir noch brauchen. Wir haben ja zum einen schon mal die Industrieschmelze hier stehen und damit haben wir auch schon mal das größte Gerät eigentlich abgedeckt, das wir so haben. Fangen wir mal an mit dem Chemielabortisch. Der braucht auf jeden Fall auch Strom und den würde ich, glaube ich, ganz gerne auch hier mit hinsetzen, sodass man, wenn man da auch rangeht, dann noch den Ausblick hat. Auf die andere Seite würde ich noch die Werkbank stellen zum Beispiel, sodass man dann hier auch nochmal die Aussicht genießen kann. Da der Chemielabortisch in der normalen Version Strom und Benzin benötigt, würde ich den Generator daneben stellen. Es ist dann ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Platz man noch da hinten hat, aber das sollte eigentlich ganz gut passen, ohne dass es da irgendwie blöd drin steht. Passt sehr schön. Steckdose und Stromkabel ran. Dann ist das Ganze nämlich auch schon mal verbunden. Daneben würde ich jetzt noch den Kühlschrank setzen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil der immer sehr nach hinten weit rausgeht. Aber das können wir mal schön alles irgendwie zusammen hier hinstellen. Ein bisschen so passend hätten wir sogar noch ein Stück weiter nach hinten machen können. Und wenn da schon der Kühlschrank steht, kann da meiner Meinung nach auch noch die Kryokammer mit dazu. Kann man schön mittig stellen vom Kühlschrank. Wie gesagt, Kühlschrank könnt ihr noch ein Stück weiter nach hinten. Könnt ihr aber alles ausrichten. Ihr habt dann die Zeit. Für mich ist es jetzt gerade nur ein Tutorial. Dann haben wir noch den guten, alten, kleinen Industriezerkleinerer. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass der euch nirgendwo durchguckt, weil der doch schon ziemlich groß ist. Das geht aber einigermaßen. Können wir hier in die Ecke setzen. Guckt nirgendwo blöd raus. So, damit wir den Industriekochtopf setzen können, brauchen wir erstmal da wieder eine Wasserleitung. Ich mache das jetzt mal ein bisschen weiter weg vom Gewächshaus. Ich hoffe, dass wir den Industriekochtopf jetzt hier auch setzen können. Sitzt drauf, ist auch ein bisschen
bisschen weiter von der Wand weg, ist aber auch nicht so tragisch. Denn wir können jetzt hier einfach oben aus der Wand dann raus unser Wasserrohr legen. Können wir zwar nicht direkt anschließen an das andere, was wir da schon haben, ist aber auch nicht so schlimm. Weil wir dann einfach nochmal eine weitere Wasserleitung legen. Wir haben insgesamt 3 Stück hier im Haus. Mit dem zweiten Gewächshaus noch. Und das passt soweit auch. Da kommt auch Wasser raus. Neben den Industriekochtopf können wir meiner Meinung nach noch den Industriegrill placen. Das macht Sinn, finde ich. Wir haben noch ein bisschen Platz hier. Machen wir einfach hier so. Könnt ihr auch alles selbst spontan gucken, wie ihr das machen wollt. Aber so habt ihr auf jeden Fall eine Fläche hier oben. Mit allen möglichen Geräten. Ja, der Tech-Generator ist jetzt hier nicht dabei, aber es sind alle Industriegeräte drin und das war mir wichtig. Was ich noch vergessen habe, was mir auch wichtig ist, damit es hier noch unten ein bisschen besser aussieht, sind einfach die Pillar, die wir nochmal setzen können. Und zwar setzen wir hier in der Ecke direkt ein, also quasi so in die Mitte. Dann kommt hier nochmal einer vor. Wichtig ist einfach nur, dass es auf einer Linie ist. Wichtig ist, dass ihr ihn eben so placed, dass er oben durchguckt, der Pillar. Und dann versucht er hier den zweiten Einrastpunkt zu finden. Haben wir ihn, das ist der zweite. Dann kommt hier unten einfach ein Steinpillar ran. Und dann können wir oben den anderen Pillar nämlich aufheben. Und es sieht sehr, sehr schön aus. So sieht das Ganze dann von unten aus. Kann man sich jetzt streiten, ob man den jetzt hier hinsetzen will oder nicht. Aber ich finde, das sieht so schon mal ein bisschen realistischer einfach aus. Weil dann die ganze Decke hier einfach nicht so dumm rumschwebt. Macht auf jeden Fall auch was her, die Kombination aus Steinpfeiler und Holzpfeiler. Ich habe jetzt hier draußen noch eine Leiter dran hochgebaut, einfach. Die könnt ihr einfach hier vorne placen, hochziehen. Denn ich habe das Dach diesmal ein bisschen anders gebaut als beim letzten Mal. Dadurch konnte ich jetzt keine Hängeleiter ranbauen, aber so habt ihr dann Zugriff aufs Dach und könnt dann hier eben auch Loop-Dinos platzieren. Hier passt auf jeden Fall auch ein Quetz drauf, hier passt ein Agi drauf, hier könnt ihr Petris draufstellen. Also irgendwie alles, was ihr so braucht, dann haben die schon mal einen festen Platz auf jeden Fall. Ihr kommt hier safe wieder runter und ansonsten eben noch so ein bisschen Dekokram, irgendwie ein Tisch mit ein paar Stühlen. Ihr könnt euch hier Flaggen hinhauen, irgendwie wenn ihr die Brutmutter besiegt habt oder keine Ahnung was. Könnt ihr die hier oben mit reinstecken, ihr könntet euch in das Strandwackeln hinhauen, wie auch immer ihr das eben wollt. Aber so sieht jetzt erstmal die Base aus. Ich habe jetzt hier natürlich noch keine Schränke platziert, aber ihr könnt euch einfach dann auch eben eine Reihe mit Schränken hier platzieren. Oder auf der Seite draußen ist noch Platz. Also ihr habt hier unten auf jeden Fall reichlich Platz, um auch eben Lagerraum zu schaffen bzw. einfach zu haben. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn es hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird und so kann eben der Kanal auch wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.